ging man zu der Quelle, beschenkte die Quelle und durfte sich das Osterwasser abfüllen. Und dieses Osterwasser, das versprach Glück zu bringen, ewige Schönheit zu bringen. Ihr seht, ich habe das nicht oft angewandt, ne? Ich spare mein Osterwasser für was anderes. Das mit der ewigen Schönheit lasse ich für mein Hexenweib Bartelinde. Aber es hatte auch prophetischen Charakter. Ne, junger Mann, wenn du wissen möchtest, wie deine nächste Freundin aussieht, doch, doch, irgendwann ist es soweit, kannst du das im Osterwasser sehen. Ja, wenn du wissen möchtest, wann deine Warzen am Po verschwinden, ne? Auch das wirst du im Osterwasser erfahren. Warte, ich geh mal hin. Ja, warte, lass dir Zeit. Aber eine Sache war noch viel wichtiger. Diese Quelle, die half dabei, Wünsche wahr werden zu lassen. Einmal, da kam ein Holzfäller hierher. Der hatte viel, der hatte wenig. Der hatte eine liebe, wunderschöne Frau. Das war eine Liebe, denn sie liebte ihn auch. Aber die beiden bekamen kein Kind, obwohl die sehnlichst sich eins wünschten. Viel und wenig. Oh, der hatte einen Job wie der Bergtroll. Der konnte den ganzen Tag im Wald unterwegs sein und der ging auch gerne Montagmorgen zur Arbeit. Aber für diese tolle Arbeit gaben die ihm ganz wenig Geld. Ne? Holzfällen bringt nicht viel, auch heute nicht viel und wenig. Aber der Holzhauer hatte einen Vater, das war ein guter Vater. Der war weise und hatte immer Zeit für den armen Mann. Aber der Vater ist alt geworden und mit dem Alter konnte er immer weniger sehen. Ne? Blind wie ein Fischer so. Ne? Und wenn man das Leben gerne sieht und es nicht mehr sehen kann, das ist wenig. Ach, was rede ich? Der Holzfäller, der ging hier zur Calciumquelle. Der traf die Schäferin Alina. Hallo, Alina. Hallo. Nee, hier vorne ist so die Alina. Hallo. Und jedes Mal, wenn er sie grüßte und sie zurückgrüßte, dann war das für ihn so, als würde die Sonne ein zweites Mal aufgehen. Aber wie er hier ankommen, war irgendetwas anders. Er hörte etwas Seltsames, gefährlich Klingendes. Und schon wieder, hört ihr es auch? Er wusste nicht, woher das Geräusch kam. Aber er beschloss, seinem Herzen zu folgen. Und hinter einem Busch, da sah er eine goldene Kutsche. Zwei Hand lang. Davor waren 20 weiße Mäuse gespannt. Der Zwergenkönig mit einer Krone stand darauf. Und hinter der Kutsche standen zwei dicke Kröten. Und diese Kutsche war in einem Schlammloch hatte sich festgefahren und kam nicht weiter. Und der Zwergenkönig, der rief zu seinen Kröten immer, schieb, schieb. Aber die Kröten, die kriegten die Kutsche nicht raus. Der Mann nahm sich ein Herz, nahm die Kutsche und stellte sie wieder auf den Weg zurück. Die Mäuse verhedderten sich komplett. Dem Zwergenkönig fiel die Krone vom Kopf. Und die beiden Kröten mit dem Gesicht voll in den Schlamm. Macht bei einer Kröte keinen Unterschied. Die Kröten machten einmal so, dann war das Gesicht wieder sauber. Und als die Mäuse sich gerichtet hatten, der Zwergenkönig seine Krone wieder auf den Kopf setzte, da sagte er zu dem Mann in majestätischer Stimme, das war eine gute Tat. Du hast einen Wunsch frei. Ey, ihr Lieben, einen Wunsch frei haben. Ey, was wollen wir uns wünschen? Sag! Ja, Bockwürstchen, schon klar. Ich habe ein Flugzeug, weißt du? Ein Flugzeug, ja, guter Wunsch. Was wünschst du dir? Ja, genau. Der Holzfäller sagte sich, ich will Geld, Gold und Reichtümer.
Aber wenn ich Geld und Gold habe und sie keinem Kind vererben kann. Nein, meine Frau und ich, wir wünschen uns schon so lange ein Kind. Ich wünsche mir lieber ein Kind. Aber wenn wir ein Kind haben und wir haben jetzt schon zu wenig zu essen. Schaut, ich bin ganz dünn. Das ist ein bisschen anstrengend, ne, das, den Bauch so einzuziehen. Nein, ich wünsche lieber Geld und Gold und Reichtum. Oh. Aber wenn ich Geld und Gold habe und mein alter Vater, der kann es gar nicht sehen. Nein, ich wünsche mir lieber, dass der Vater wieder sehen kann. Ey, aber wenn der wieder sehen kann, dann sieht er ja, dass wir ärmer sind als alle anderen. Nein, ich Geld und Gold und Reichtum. Das ging so weit, dass er nicht wusste, was er sich wünschen sollte. Und ganz traurig ging er zu Alina und die fragte ihn, was denn los sei. Alina, ich habe einen Wunsch, aber der ist zu wenig, weil mir so vieles fehlt. Und da dachte Alina eine Sekunde nach und dann flüsterte sie ihm die Weisheit ins Ohr. Mir fällt nichts ein. Hallo, damit ist die Geschichte vorbei, wir können weitergehen. Alina, gestern haben wir das abgesprochen. Alina sagte, und er ging nach Hause, klopfte an die Tür und sagte, Zwergenkönig, ich wünsche mir, dass wenn ich jetzt das Haus betrete, dass mein Großvater mein Kind sieht, das in einer goldenen Wiege liegt. Ja, ich wünsche mir, dass mein Großvater mein Kind sieht, das in einer goldenen Wiege liegt. Alle drei Wünsche auf einmal. Ich danke euch, ihr Lieben, für die Aufmerksamkeit. Und jetzt habt ihr Zeit zu trinken. Wir wandern erst in 5 Minuten weiter. Ergötzt euch an dem herrlichen...